Stop Motion gehört zur Objektanimation. Das heißt, reale Gegenstände, also Objekte oder auch Figuren, werden mittels fotografischer Aufnahmetechniken abgelichtet. Das Ziel des Stop-Motion-Verfahrens ist die naturalistische Wiedergabe, zum Beispiel von Puppen. Praktisch gesehen findet das so statt, dass Animator bewegliche mechanische Figuren bauen, die sie dann in realen Sets Stück für Stück immer ein kleines bisschen bewegen und davon einzelne Bilder in der Kamera aufnehmen. Schnell abgespielt hintereinander entsteht so der Eindruck von Bewegung und Animation. Diese Illusion von Bewegung nennt sich Stopptrick.